Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play City Skylines mit Paxis. Und ich glaube, wir haben es lange genug, oder ich habe es lange genug vor mir hergeschoben. Langsam wird es aber schon eklig mit dem Wasser. Ja, lange genug vor uns hergeschoben. Und zwar würde ich mal sagen, wir machen jetzt einfach mal schweren Herzens Buslinien. Oh, es hat sich auch hier erledigt, hier unten mit dem nicht genügend Dienstleistungen, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht besser ist, halt für die Buslinie erstmal Pause zu drücken. Ja, ich habe nochmal online nachgeguckt, was das sein könnte mit den Dienstleistungen. Und es kann halt alles sein. Also da steht halt drinnen, das kann, hat auf jeden Fall nichts mit Gewerbegebiet zu tun. Sondern das könnte halt sein, dass das im Endeffekt mit Müll zu tun hat. Also alles, was in die Richtung geht, Müll, Wasser, Strom. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Da gibt es eine extra Anzeige. Und da stand auch da, es könnte halt auch Nahverkehr sein, also fehlender Nahverkehr. Und aus diesem Grunde. Stimmt, wird ja auch der Kreisverkehr zum ersten Mal endlich genutzt. Sehr schön. Und aus diesem Grunde denke gerade über mein Bürogebiet hier nach. Ja, aus diesem Grunde mache ich jetzt auch einfach diese Buslinien. Wir wissen ja jetzt auch, dass die Straße hier zum Beispiel die Kreuzung ziemlich straff befahren wird. Da spekuliere ich auch schon, ob ich einen kleinen Kreisverkehr reinbaue. Wenn ich einen kleinen Kreisverkehr reinbaue, dann kann ich halt auch direkt auf sechsspurig gehen. Oder macht es Sinn, den kleinen Kreisverkehr mal sechsspurig? Aha. Wir machen jetzt erstmal die Buslinien, kommen, bevor wir wieder nichts hinbekommen in der Folge. Wo haben wir denn den Nahverkehr hier? U-Bahn könnten wir ja auch schon bauen. U-Bahn-Station. Aber wir fangen mal mit Bus an. Wir fangen mal klein an und dann gucken wir weiter. Busdepot kostet 30.000, Lärmbelästigung 50, Unterhalt 720. Das Busdepot schickt automatisch Busse zu ihren Buslinien. Bauen Sie Linien mit dem Bus. Haltestellenwerkzeug. Die Anzahl der verfügbaren Busse können Sie durch die Anhebung oder Senkung des Nahverkehrsbudgets der Stadt regeln. Okay. Ja, relativ groß. Busdepot. Da haben wir Lärmbelästigung. Das heißt, brauchen wir jetzt nicht unbedingt ins Wohngebiet reinbauen. Ist halt die Frage. Das dürfte ja eigentlich nichts machen, wenn wir es ins Industriegebiet reinbauen. Denen ist Lärmbelästigung eigentlich relativ egal. Ich überlege gerade, ob ich sogar hier an unseren Schanfleck baue. Das Busdepot, warum eigentlich nicht? Ist zwar irgendwie merkwürdig, dass ein Busdepot neben einer Verbrennungsanlage und etc. pp. Und dann brauchst du ja auch weiter länger in die Stadt, fällt mir gerade ein. Es wäre eigentlich viel schlauer, das irgendwie zentral zu bauen, aber da ist dann halt wieder Lärmbelästigung drin. Aber es macht halt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es ja. Müssen die Busse wieder zurückfahren zu dem Busdepot? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich hab, ah, das ist auch immer das, wofür mich total gesträubt hat, auch bei den alten SimCity-Spielen, irgendwelche Buslinien und so einen Dreck zu bauen. Ah, ich glaube, beim neuen SimCity braucht man einfach nur Bushaltestellen setzen und das war's. Da haben sie es sehr vereinfacht gemacht. Soll ich es ins Industriegebiet bauen, wegen der Lärmbelästigung? Könnten wir ja eigentlich machen. Ich glaube, ich mache das jetzt auch einfach. Das ist hier gut an der Hauptstraße dran. So, da ist dann auch direkt. Wir machen wir, wenn dann an irgendeiner Kreuzung, dass sie dann auch gut rüberkommen können. Ich mache das jetzt einfach hier hin. Stört es die? Nee, also Lärmbelästigung scheint wirklich nur für Wohngebiet und vielleicht noch für Gewerbe zu sein. So, Busdepot haben wir jetzt. Platzieren Sie Bushaltestellen zum Erstellen einer Linie. Bushaltestellen müssen eine ringförmige Linie bilden. Busse werden automatisch von einem Busdepot entsendet. Ja, jetzt wird's echt schwer, meine Freunde. Jetzt wird's echt schwer, weil ich echt überhaupt gar keinen Plan habe, was jetzt hier logisch ist. Also, logischerweise sollte es immer vom Wohngebiet ausgehen. Aber jetzt ist halt die Frage, es macht da keinen Sinn, eine einzige Buslinie durch die ganze Stadt zu ziehen. Wenn, dann müssen wir ja mehrere machen. Oh, das wird schwer. Oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Busse, aber ich muss es machen. So, wie machen wir es jetzt am besten? Ich fange mal.
fange mal hier an. So. Aber wir müssen jetzt nicht auch... Aber muss ich jetzt nicht... Ich weiß ja jetzt gar nicht, wo ich die nächsten setzen soll. Also was das sinnvolle Punkt wäre. Oh, fuck. Ich setze jetzt mal hier hin. Okay, es geht fast bis da runter. Also scheint man schon relativ weit auseinander diese Linien setzen zu können. Na gut. Oh, ich habe echt sowas von überhaupt gar keine Ahnung, was sinnvoll ist. Scheiße, Mann. Macht jetzt mehr Sinn, erstmal das ganze Wohngebiet hier durchzuziehen und dann runter ins Industriegebiet? Oder macht es jetzt mehr Sinn, von dem hier runter zu gehen? Oder macht es vielleicht sogar Sinn, für jedes einzelne Quadrat hier eine eigene Linie zu ziehen? Ich weiß es echt null. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht, was sinnvoll ist. Ich habe auch nie Cities in Motions oder sowas gespielt. Ich habe da einfach überhaupt keine Erfahrung. Also ich würde jetzt einfach mal diesen Quader hier nehmen, miteinander verbinden und den dann runter ins Industriegebiet führen. So, wenn ich das jetzt hier hinsetze... Moment, ich mache mal Pause. Geht es dann auch mit dem Freuen? Na, dann freuen die sich aber hier nicht so sehr. Vielleicht bräuchten wir gar nicht so viele Bushaltestellen. Weil es geht ja immer mega weit. Aber es kann auch sein, dass es einfach an der Linie liegt. An der insgesamten. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, ob das hier sinnvoll ist, was ich gerade mache, ganz ehrlich. Jetzt würde ich das hier runterführen und dann erstmal ins Industriegebiet. So, jetzt geht natürlich der Busweg immer ziemlich weit. Ich hoffe, ich verkack's halt gerade nicht total mit der Linie hier. Ja. Es sind halt auch nicht so viele lachende Gesichter wie im Wohngebiet, muss man sagen, aber okay. Es ist halt auch eine ziemlich lange Buslinie. Ich kann es echt nicht einschätzen. Ich habe keine Ahnung. Oh, mein Handy ist noch an, sorry. Jetzt geht das hier wieder rein, oder was? Ja, aber dann müssen wir nicht hier wieder rauskommen? Linie abschließen. So, hier haben wir jetzt eine gesetzt, ne? Genau, und jetzt machen wir einfach... Linie abschließen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Freunde, ob das hier eine sinnvolle Buslinie ist. Aber wir haben erstmal einen ziemlich großen Teil gemacht. Ich hoffe, die sind da nicht ganz so streng, aber ich gehe mal davon aus, die sind da nicht ganz so streng. Und wahrscheinlich fahren auch viele Busse und die fahren halt auch relativ schnell. Vielleicht kann man sogar noch deutlich größere Gebiete mit einer Linie abdecken. Vielleicht ist es sogar möglich, dass man einfach nur eine einzige Linie durchzieht und dann fahren einfach so viele Busse, dass das funktioniert. Aber wenn ich halt eine komplette Linie mache für alles, dann steige ich hier ein und will dann irgendwann mal hier hoch und dann zieht sich erstmal komplett durch Industriegebiet und alles. Das kann ja nicht funktionieren. Also das glaube ich nicht. So, jetzt machen wir das gleiche nochmal hier. Vielleicht Industrie wird ein bisschen verlangt. Ich würde jetzt trotzdem einfach schon mal die Straßen hier setzen, damit ich hier die Buslinie in logischen...
Ja, da macht es dann nämlich auch Sinn, wenn ihr jetzt hier dann noch Gewerbegebiet reinmacht, damit die Leute dann quasi auch ins Gewerbe mit dem Bus fahren können. Ja, das ist richtig gute Idee. Das machen wir dann so. Oh, zu weit. Ach, ich habe die falsche Straße genommen. Oh Gott, und was ich noch mehr gehasst, also Bus habe ich schon immer gehasst, ne? Buslinien machen und so ein Dreck, das habe ich schon immer gehasst. Aber was ich wirklich gehasst habe, also noch viel mehr gehasst habe, als man überhaupt irgendwas hassen kann, das waren Straßenbahn, ey Quatsch, Straßenbahn, U-Bahn, genau, U-Bahn und generell alles mit Schienen, na sagt's. Züge. Oh, meine Fresse. Das war immer so nervig. Es war noch viel nerviger, anständige Bahnhof und sowas zu bauen. Und damals bei dem alten SimCity konnte man auch nicht einfach. Oh Gott, das staut sich aber weit. Vielleicht hätte ich zuerst den Kreisverkehr reinbauen sollen und dann die Buslinien. Aber wir können ja mal gucken, ob die Buslinien in irgendeiner Form das entlasten, das Verkehrsnetz wäre halt ganz cool. So, dann gucken wir mal. Hier gibt es noch eins runter. Dann müssten wir eigentlich. Okay, das ist dumm. Durch den Abknick halt schon gerne hier noch so eine. Oder machen wir noch eine. Machen wir eine coole Kurve runter? Müsste aber eigentlich steiler sein. Vielleicht müssen wir vorher dieses Gebäude hier wegmachen. Also wegmachen will ich noch nicht. Wir gucken mal, wie viel Strom wir jetzt verbrauchen. 160, 121. Also das dauert eigentlich noch, bis wir da wieder im kritischen Bereich kommen. Aber ich denke, den jetzt zu versetzen, dieses Kraftwerk, das wäre ja total dumm. Deswegen, wie sieht's denn aus mit Verbrennungsanlage? Das ist, glaube ich, bei Müll dabei. Kostet gerade mal 30.000, 1440 pro Woche, Ausgangsleistung 12 Megawatt, Verarbeitungsleistung 48.000 pro Woche, Müllwagenkapazität 27, also die holen dann auch nochmal Müll ab, Verschmutzung 100, Lärmbelastung 50, was hatten das hier, Verschmutzung auch 100, also die verschmutzen genauso sehr, die haben nicht so eine Lärmbelästigung, von daher würde ich sagen, bauen wir mal so eine Müllverbrennungsanlage und reißen dafür das ab. Weil die Müllverbrennungsanlage können wir da nämlich sinnvoller setzen. So, das mache ich mal weg. Jetzt überlegen wir uns mal, wo wir die Müllverbrennungsanlage hinsetzen. Ob wir die einfach mit hier hinsetzen oder hier. Aber ich glaube, dann geht es einfach zu dicht rein. Lalilalila. Wir könnten natürlich auch einfach die Straße abreißen. Und dann die Kurve hier raushauen, aber dann müssen wir ja trotzdem eine Kurve so bauen. Also das geht dann trotzdem nicht gerade runter. Oder dann trotzdem schief. Oder wir fangen von unten an zu bauen. Muss ich mal überlegen. Ach, ich will auch keine Kurve. So. Das würde ja gehen, wie man sieht. Und das war eigentlich auch der Plan. Machen wir das erstmal so. Strom muss wieder angeschlossen werden. Jetzt mal überlegen, jetzt mal überlegen. Könnten halt das einfach versetzen, hier nach rechts. Ich meine, das wäre doch eigentlich gar keine so schlechte Idee. Dann könnte ich nämlich, wenn ich das mache, dann könnte ich nämlich hier für die Zukunft planen, wir bekommen ein normales Industriegebiet noch hin. Und dann ziehe ich nämlich von dem Bereich hier einfach die Bushaltestellen hier komplett durch, also wieder erst komplett durchs Wohngebiet und dann komplett durch die Industrie. Was ich mich auch frage, ist, ob die umsteigen in den Bussen, aber da die von Cities in Motion sind, die Programmierer, gehe ich mal davon aus, dass es das schlau programmiert ist. Okay, deswegen würde ich jetzt das hier einfach mal weiter nach unten ziehen.
Die Verbrennungsanlage würde ich verschieben. Quatsch, dieses Verbrennungsanlage, diese Müllölindustrie. Aber warte mal, bevor ich jetzt dieses Ölkraftwerk verschiebe, will ich erstmal das Verbrennungskraftwerk bauen, weil das will ich eigentlich direkt neben den Mülldingern bauen. So. Das heißt, ich bin falsch hier. Na, dann kann ich nämlich langsam loswerden, diese, vor allem den Vollen da. Das ist ja blöd, wenn wir so einen Vollen haben. Dann lasse ich den Vollen jetzt erstmal leeren. Okay, dann bauen wir das hier hin. Verschmutzung ist halt genauso scheiße, ist klar. Sammeln und verbrennen zur Stromerzeugung Müll. Die ist halt echt verdammt teuer dafür, dass sie im Endeffekt nur 12 Megawatt erzeugt. Das ist halt echt wenig, ne? 12 Megawatt, oh, das ist so schlecht. Also damit würde ich auf jeden Fall eigentlich nicht großartig meinen Strom erzeugen, aber ich will halt einfach, dass das hier leer wird und dass ich die abreißen kann. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, Gebäude in andere Einrichtungen leeren. So. Vielleicht schaffe ich es dann ja sogar, dass ich es auf eine Mülldeponie reduziere. Mal gucken. Aber die ist auch schon 61% voll. Okay, das wird dann schwer. Gut, verschieben wir das mal. Was kostet das? 10.000. Ach du Scheiße. Aber egal. Super, nicht alles für das schönere Bild der Stadt. Jetzt können wir das nämlich auch abreißen. Machen wir hier normale Straßen draus. Dieser schmutzigen Industrie kann es ja eh scheißegal sein, ob sie jetzt hier einen schon verschmutzten Boden bekommen. Ah, fuck, jetzt klappt das natürlich mit der Kreuzung da nicht. Nee. Ort ist bereits belegt. Seid ihr komplett dumm oder was? Er ist gar nicht mehr belegt. Bau doch jetzt dahin. Verdammt. Moment, normalerweise geht es doch immer, wenn man dann hier diesen Rotz abreißt und neu baut, dann haben sich doch plötzlich wieder alle lieb, oder? Ah, ich muss aber eigentlich zuerst die Kurve bauen. Das wäre jetzt keine Kurve mehr. Ach stimmt, jetzt habe ich die Kurve ja kaputt gemacht. So. Nicht mehr ganz so geil die Kurve, aber immer noch eine Kurve. Dann plötzlich geht's nämlich wieder. Ich wusste es doch. Und dann machen wir hier einfach eine größere Kreuzung draus. Ich hoffe mal, dass sie da nicht irgendwann mega befahren ist. Aber es wird schon gehen, denke ich. Na also. Und das wird jetzt logischerweise hier auch. Oder wenn wir das durchziehen, müssen wir das durchziehen. Das ist ja eher so der Abfall. Wahrscheinlich nicht. Ich habe auch nicht vor, hier einen Bus hinzubauen momentan. Ja, ich nehme das Last jetzt so. Okay. Sehr schön. Brauchen wir gerade Industrie, vielleicht ein klein wenig. Klein wenig Industrie, aber ist erstmal egal. Ich baue jetzt weiter den Bus, das war ja der eigentliche Ziel von der Folge hier. Wir werden natürlich nicht fertig werden, weil wieder alles mögliche andere macht. Aber wir haben jetzt hier eigentlich schon erstmal einen großen Bereich unserer Stadt abgesteckt. Und die Frage, ob wir dann diese Bürogebäude auch noch mit reinbauen. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob die schlau genug sind und umsteigen, aber ich gehe erstmal davon aus. Ich gehe davon aus, dass die schlau genug sind und umsteigen. Deswegen will ich keine riesengroßen Buslinien machen. Ich denke, das ist hier so die Größe, an die ich mich orientieren möchte. Okay. Neue Buslinie starten. Und zwar starten wir die... Nee, ich will eigentlich schon gerne eine neue starten. Ich glaube, wenn ich die hier starte... Wo sind dann die nächste Haltestelle? Hier ist eine Haltestelle. Also wenn ich die jetzt hier starte, die laufen ja auch über die Straße und so. Wenn ich die jetzt hier starte und dann so... Wobei, ich kann sie auch einmal hier durchführen. Wobei, jemand, der hier wohnt, der hat dann ja auch hier die Haltestelle. Also ich kann jetzt quasi hier starten. Und dann weiß ich halt nicht, ob die dann die hier ein- oder aussteigen, wenn ich die Linie hier starte, und die dann hier einsteigen, also umsteigen quasi. Und dann müsste ich sie auf der rechten Seite anfangen.
Weil das ist schon deutlich näher hier dran. Oh, ich hoffe es einfach mal, dass die so schlau sind. Bitte, bitte, bitte. So. Ja, also wenn sich selbst die da drüben freuen, dann müssen die so schlau sein. Jetzt ist die Linie da drüben nicht mehr drin, aber mache ich das jetzt am besten. Ich könnte auch wieder einfach hier hochziehen, aber das will ich eigentlich nicht. Mache ich das am besten. Wie mache ich denn das am besten? Wie mache ich denn das am besten? Vielleicht mache ich hier noch eine Haltestelle. Und hier fange ich dann einfach eine neue. Hier fange ich dann einfach eine neue Buslinie an. Ja, so mache ich das. Hier mache ich eine Haltestelle. Und jetzt gehe ich ins baldige Industriegebiet rein. Da ist natürlich noch keine Industrie, deswegen, das ist ein bisschen blöd eigentlich. Aber die kommt ja dann bald. Ja, damit werden die schon fertig werden, denke ich. Also das, darauf kommt nicht klar, dass da jetzt erstmal ein paar sinnlose Haltestellen sind. Hoffe ich. Ich weiß es nicht genau. Ja, es kann auch sein, dass ich die Haltestellen viel zu dicht setze. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, ich setze hier eine Haltestelle und der ist glücklich, dann setze ich erst da drüben wieder eine. Das kommt mir merkwürdig vor. Ich denke halt schon, dass es so mehr Sinn macht. So. Dann könnte man natürlich hier drüben nochmal eine setzen. Quasi zum Umsteigen mache ich mal und dann schließen wir die Linie ab. Ach so, Moment mal, will der jetzt nicht rein? Linie abschließen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt fange ich hier die neue Linie an. Dann sollte ja eigentlich da auch wieder die Möglichkeit sein, umzusteigen. Setzen wir mal hier eins rein. Das ist die Frage, ob ich das hier mitnehme oder nicht. Ich will ja eigentlich hier rein. Hallo. Ach so, ich bin ja jetzt schon in die Richtung gegangen. Oh, ich Vollidiot, das war falsch. Hab ich die jetzt weggemacht? Ja. Okay, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Ich gehe aber davon aus, dann nächstes Mal, in der nächsten Folge, schaffen wir es definitiv, die Bushaltestellen oder die Buslinien fertig zu bekommen, und dann schauen wir mal weiter. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben, euer Praxis. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, ich will es halt direkt versuchen, gründlich zu machen, damit ich dann die neuen Linien halt nur noch ansetzen muss. Und ich gehe davon aus, dass man, dass die umsteigen, also dass man nicht dann über Kilometer da irgendwelche Buslinien setzen muss, sondern dass die intelligent umsteigen können. Und wenn die Stadt wächst, dann kann ich auch einfach meine, die Busse, die da fahren, wohl erhöhen. Wobei, ganz doll sehr viel Busse, dann sind ja auch wieder mehr Leute auf der Straße, da sind ja wieder mehr Fahrzeuge auf der Straße, wobei die natürlich, wenn die Busse voll sind, ja sich wieder lohnen, ne? Mal schauen, bis zum nächsten Mal, tschüss.